Ja, moin, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21. Heute steht die nächste Mission an und die heißt, richtig, immer im Kreis, bringe mir Fahrgäste zum Ring und zum Gürtel. Was machen wir als erstes? Richtig, das Einfachste, nämlich einen Bus kaufen. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir haben in der letzten Folge die... Ich weiß gar nicht, wie die Mission gerade hieß. Abgeschlossen. Ich weiß nämlich nie, wie die letzten Missionen hießen. Aber die ist ja relativ einfach geschafft. Den Bus haben wir jetzt mitgenommen. Den lassen wir jetzt wieder auf der Route fahren. Wir holen uns einen CMG-Bus, weil das ist unsere Aufgabe. Mal gucken, was wir kriegen. Wir müssen nämlich gucken. Wir sind ja beim Motortyp unten auf Kraft. Hier sind die CMG-Busse. Also irgendwie. Gucken wir mal, was haben wir denn günstig? Wir haben 330.000 für den Urban Way und 350.000 für den Line City Stockbus. Und dementsprechend werden wir auch uns den Urban Way holen. Den finde ich am schönsten, muss ich sagen. Und den werden wir uns heute auch kaufen. Alter, Nibeko. Dementsprechend machen wir das so. So, mit diesem Bus werden wir jetzt gleich die nächste Route uns erstellen. Die müssen wir jetzt gleich gucken. Ja, gekauft. Aufgabe geschafft. So, was müssen wir als nächstes machen? Genau, einen Zahltag schaffen. Wir müssen jetzt Haltestellen suchen. Flusspromenade, Arbeitergasse, Hauptbahnhof, Embertor, Rathaus, Siegestraße und die Radovanovic-Brücke. Dazu Designerstraße, Wittentheater, Pferdemühlengasse, Pjunitzgasse, Rathausgasse und die Riesengasse. Dementsprechend brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Haltestellen. Das Lustige ist, es sind jetzt Haltestellensuche. Dementsprechend suchen wir jetzt Haltestellen. Ich muss natürlich jetzt suchen. Ich muss jetzt natürlich den Startpunkt suchen. Die Frage ist, wo sind die scheiß Haltestellen? Aber das müssten auf neuen Haltestellen, das müssten eigentlich, ich vermute, dass das hier, das ist, müsste hier alles in Old Town sein, weil wir neue Haltestellen eingebaut haben. Dementsprechend denke ich mal, dass es... Bei der Seilerstraße habe ich das nicht immer mit gelesen. Nee, was? Doch, da unten ist es, ja. Das Wilton-Theater. Ja, das ist alles hier mit dem Oaktown. So, fangen wir an auf jeden Fall am Hauptbahnhof. Würde ich sagen, starten wir. Oder? ZOB? Nee, ZOB war es nicht, Hauptbahnhof war es. Also fangen wir tatsächlich an in Schafetterfield am Hauptbahnhof. Der ist wie hier. Gehen wir die Dinger jetzt einfach an. Fangen wir an mit der... Pferdemühlengasse. Warte mal. Hauptbahnhof. Nee, aber. Das Embertor. Das habe ich gelesen. Warte mal. Das bist du alles. Das ist alles, glaube ich, zusammen hier irgendwo, ne? Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Dr. Julius Matchnerstraße. Embertor. Embertor habe ich gelesen. Kreuzgasse. Flüsterweg. Flüsterweg. Lindergasse. Pelter. Gesamtschule Meerheim. Das Rathaus habe ich aber auch gelesen. Rosenstraße. Römerstraße. Warte mal, wo ist denn die Haltestelle? Siedlung. Sonnental. Hohlstraße. Das wisst ihr alles, die ganzen Haltestellen. Was Westfield? Nee, was soll das sein? Goldstrom Gymnasium. Das muss ja alles hier irgendwo sein. Ich muss auf die Stadt. Pflöger Park. Pflöger Park. Pflöger Park. Kathedrale. Stadtzentrum. Alte Brauerei. St. Paulus in Seilerstraße. Flusspromenade. Da ist die Flusspromenade. Da, ah, natürlich nicht. Seilerstraße. Flusspromenade. Flusspromenade. So, ich muss jetzt gerade tatsächlich schauen, dass ich die Flusspromenade rausnehme. Entschuldigung, meine Katze liegt ja nebenbei.
So, die Route 5 und 4. Das heißt, wir nehmen jetzt die Routen raus. Jo. So, kann ich die jetzt einmal? Ja. Gut, nehmen wir die rein. Flusspromenade, weiter geht's mit der Arbeitergasse. Die Arbeitergasse. Dann geht's zum Hauptbahnhof. So, Hauptbahnhof, Embertor, das habe ich doch irgendwo gelesen. Embertor, Rathaus. Die sind alle hier beieinander, die Rundstrecken. Die Siegestraße. Handelszentrum. Da ist die Siegestraße und die Radovanovic-Brücke. So, das ist der erste Teil. 1, 2, 3, 4. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haltestellen. 7 Haltestellen. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Brücke. Das ist der erste Teil der Haltestelle. Alter und Zahltag auf der Route. So. Da wir das in der letzten Folge gemerkt haben, okay, wir können ja alles in einen Rutsch packen. Machen wir das nämlich jetzt auch. Ich fahre mir weiter zur Seilerstraße. Von der Radovanovic-Brücke. Wir binden jetzt alles in einen Rutsch. Dann weiter zum Wilden Theater. Dann weiter zur Pferdemühlengasse. Die ja hier ist. Dann weiter zur Punic-Gasse. Punic, okay. Dann weiter zur Rathausgasse und zur Riesengasse. Plöger Park. Ist ja hier. Wie ist die Riesengasse, ne? Gesamtschule Meerheim. Dr. Doyle Straße. Handelszentrum. Plöger Park. Plöger Park. Kathedrale. Kathedrale. Stadtkathedrale. Stadtzentrum. Alte Brauerei. Alte Brauerei. Was ist Alte hier? Brauerei. Wie ist der Rathauspark? Das ist der Rathauspark. Die scheiß riesige. So, jetzt müssen wir wissen, wo die scheiß Riesengasse ist. Ist die Römerstraße, was ist die scheiß Park. Fischgrund. Schienenlegerstraße. Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Lindnergasse. Flüsterweg. Gesamtschule Meerheim. Freefield, Siedlung, Dr. Doyle Straße, Rosenstraße, Goliath, Plöger Park, Kathedrale. Also die ist hier nicht in. Die müsste ja eigentlich hier sein irgendwo, oder nicht? Hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt das doch so schwer zu finden ist. Kathedrale, Handelszentrum. 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 Plöger Park. Plöger Park. Goliathgasse. Da ist die Riesengasse. Goliath. Die heißt hier tatsächlich Goliathgasse, beziehungsweise mit Goliathgasse genannt, ist aber hier die Ziege, die Siegestraße, die Riesenstraße. Und damit haben wir sie alle. Es müssten 13 Haltestellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bam, übernommen. So, es müssen 12.
Also Haltestelle, das ist die falsche. Dieses. So, dann löschen wir die wieder raus hier. Nee, die kostet, die bringt Geld. So. Immer im Kreis. Will. Mehr. So heißt die Mission ja auch. Im Kreis. Anbinden. So. Wir planen das ganze Ding einen Bus ein, die Wekoburg Bus Urban Way, und starten auf der Flusspromenade. Und dann brauchen wir nur den Zahltag und dann müsste die Mission eigentlich schon geschafft sein. So, ich schiff mal kurz raus, ja, weil ich brauche den. Route 5, nein, brauchen wir nicht, dann ist das hier. Der Bus steht mir auf der falschen Seite. Wie war's jetzt? Er läuft sogar mit Regenschirm rum. Außer Betrieb. Ach, wir haben gar keine Route ausgewählt. Jetzt fahren. Ja. So. Moi. Ich wollte doch nicht mit dem Bus fahren. Ich wollte mit dem Urban Way fahren. Aber egal. Machen wir so halt trotzdem. Ich möchte gern mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ist einfach so viel besser. Willst du mich verarschen jetzt gerade? Ich will die Haltestelle. Warte mal. Jetzt fahren. Wir fahren das ganze Ding. Ich fahre die Mission nicht mit dem Urban Way. Ich will die mit dem. Ich fahre die mit dem. Ach. Und jetzt lass mich raten, ich bin jetzt mittendrin. Jetzt fährt ein NPC. Dann fahren wir halt selber. Fahren wir halt nicht selber. Ach, könnt ihr mir mal bitte aufhören, meine Busse wechseln? Ja, lass mich in Ruhe. Geh raus. Herzhaft! Alter! Ach Mann, ich will die scheiß Route selber fahren. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ey, ihr macht irgendeine Scheiße mit den Bussen jedes Mal. So, also nochmal Schnellreise. So, jetzt war. Jetzt mache ich das ganze Ding mit irgendwie immer im Kreis hier. Lass mich raten und hier steht die scheiß ganzen Fahrgäste stehen natürlich wieder auf der anderen Seite, ne? Ja. So, also herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. Ein bisschen Chaos zum Beginn und das nervt mich auch, dass er mich dann tatsächlich auf der anderen Seite spawnt. Die Stadtverwaltung schickt freundliche Grüße. Die neuen Umgehungs- und Ausfallstrecken sind ein überwältigender Erfolg und werden der Allgemeinheit noch jahrelang von Nutzen sein. Gute Arbeit. Ich habe bereits eine neue lukrative Aufgabe für dich am Haken. Peter, wollen Sie uns einen kurzen Überblick? Nein, will er nicht. Ja, das will ich in der Tat. Kommen wir gleich zur Sache. Zur Sache kommen. Der Tourismusvorstand hat um eine Sightseeing-Linie durch Old Town gebeten. Einwohner und Touristen gleichermaßen attraktiv wäre. Und obwohl ich glaube, dass euer Netzwerk fast perfekt ist, gibt es hier und da noch ein paar Kanten, die man glätten könnte. Immer mehr Menschen nutzen täglich unseren öffentlichen Nahverkehr. Mal sehen, ob wir sie alle zum Wechseln animieren. Die Stadtverwaltung verbindet diesen Meilenstein mit einer beträchtlichen Vergütung. So, also, eigentlich ist die Mission schon geschafft.
Es gab jetzt ein bisschen Chaos. Ich fasse aber euch, weil ich jetzt Bock drauf habe, die nochmal ab. Aber heute wird es geschafft. So, Studententicket, andere Fahrkarte, Bereich. Nur hin, bitte. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Danke. Hallo. Moin, alle mal raus. Das sind ja gut, es sind ja jetzt alle Haltestellen hintereinander weg. Also die sind jetzt auch nicht. Tut jetzt auch nicht weh. So, links eigentlich schon jetzt der Hauptbahnhof. Ja, wie gesagt, so schwer sind die Dinger jetzt auch nicht, muss ich sagen. Seht ihr da schon hinter uns die Haltestellen, hier 8, 9 sind? Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen Chaos gab zum Anfang mit den Bussen, dass obwohl der meiner Meinung nach irgendwie ausgewählt war, dass er mit dem M1 gefahren ist, den ich eigentlich auf der anderen Route haben wollte. So, Moinsen! Du brauchst eine Fahrkarte, Chef. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Hi. Moin. Einen Einzelfahrschein, bitte. Machen wir doch. Danke. So. Das Ember-Tor. Da geht es weiter zum Rathaus, Siegelstraße, zur Radewarne. Also wie gesagt, das ist alles so eine kleine Schnecke. Wir fahren die alle so nach und nach. Das ist so eine Runde. Und dann schauen wir. Och Leute. Ja, ich nehme euch jetzt mit zur Haltestelle. Die Haltestelle ist hier vorne, ein paar Meter weiter. Lässt sich aber klobiger fahren als, oder anders fahren als der. Alle aussteigen. Gut, dass die alle nach und nach. So. Tür zu. So, nächste Haltestelle ist hier vorne. Das Rathaus. Ja, die sind wie gesagt alle schön nah beieinander. Also so schwer ist die Route jetzt nicht zu fahren. So, stellen wir uns hier hin, damit dann, weil die Abwehr noch rot ist. Sehe ich das richtig, dass die Fußgängerampel sowohl rot als auch grün zeigt? So, dann geht's hier an die Haltestelle. Sehr gut. Ja, wir sind immer noch ein paar Minuten zu früh. Wir sind 4 Minuten zu früh eigentlich oder sowas. Aber ich achte jetzt nicht drauf, ob da irgendwie. Ob wir da zu früh. Oh, da hat doch noch einer angelaufen. So, damit mir keiner wegläuft, wir machen auch Fahrkartenkontrolle. Wir haben ja Zeit. Halt, ich will mich nicht hinsetzen. Ich wollte eigentlich den Fahrgast kontrollieren. Zack. Ja, erwischt. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Marcy.
Ja, sie heißt alle Bouncy. So. Warte, ich wollte jetzt eigentlich die Dame kontrollieren. Moment. Hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Nochmal. Klar. Und der Nächste. Oder die Nächste. Ha! Du sollst dich nicht hinsetzen, sollst die Fahrkarte gucken. Ja, sag mal Fahrkarte. Dankeschön. Dich habe ich schon, ne? Oder so die? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon. Stimmt, die habe ich schon kontrolliert. Ich dachte, die werden. Ja, manchmal sehen die alle gleich aus. So, fahren wir. Ach nee, wir müssen das mal. Den muss wieder auf, hochbringen. Hochpumpen. So, nächste Haltestelle, Siegesstraße. Sind wir hier im Pokémon oder was? Gebogen sind. Mussten wir blinken, das haben wir doch auch relativ gut gelöst. So. Da vorne ist die nächste Haltestelle. Ich fahre jetzt hier rum vorbei. Ist mir zu blöd mit dem scheiß Taxi. Jetzt komme ich nicht vorbei. So, da ist die Siegestraße! So, kann ich jetzt den legendären Pokémon fangen oder was? So, warte mal, ich habe mir eingepennt, ne? Hat er mir gesagt. Es ist viel zu heiß draußen. Da ist sie. So, nächster Halt ist die Radovanovic-Brücke. Die ist direkt da vorne. Auch wenn wir jetzt ein bisschen außerplanmäßig sind, ist mir das gerade egal. Unser Ziel ist es, die Aufgabe zu schaffen und nicht um irgendwelche Zeiten einzuhalten. In Real Life ist es natürlich so, dass wir jetzt tatsächlich diese 5 Minuten hier gestanden stehen hätten müssen. Aber ist egal, alles ist gut. So, da sind wir doch schon wieder. Ich brauche mehrere Fahrkarten. So, drei links. Danke. Hi. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. Danke. Upsi, das war zu viel. Egal. So, nächste Mal eine schöne Seilerstraße. Jetzt sind wir fast durch mit dem ersten Teil dieser Mission. Aber da wir alle Haltestellen in einer Route haben, haben wir quasi die Mission schon komplett abgeschlossen. Wir haben sie schon abgeschlossen. Seilerstraße ist hier vorne rechts. Jetzt geht sie quasi diesen inneren Circle, diesen Innenkreis. Entschuldigung. So, halten wir uns ein bisschen an die Verkehrsregeln. Das heißt, wir müssen.
Okay, lass euch jetzt nicht von der Ruhe ab. Lass es jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Danke fürs Reinlassen. Diese Kirche dann her. So, das ist die Seilerstraße und dann hätten wir zumindest, wie gesagt, den ersten Teil der Mission abgeschlossen. Wenn ihr quasi zwei Routen fahrt. Aber wir fahren sie alle nach und nach zusammen. Da sind wir schon. Oh, Entschuldigung, du brauchst eine Fahrkarte. So, nächster Halt, Wilton-Theater. Oh, jetzt sind so lang jetzt. Ah ne, geradeaus. Okay. Warum noch einmal hier lang gezeigt? Das Wilton Theater ist hier vorne oder Wilton Theater. Ich glaube, wir sind hier quasi auf der deutschen Map. Eine virtuelle deutsche Map. So. Es war ein bisschen verwirrend mit der letzten Haltestelle, dass sie nicht, wie heißt das, Riesengasse oder so heißt? Sondern Goliath-Gasse genannt wird. Das war das ein bisschen. So, Tür da hinten. Jetzt geht der Bus wieder hoch und wir können an die vor der Haltestelle abfahren und uns der Pferdemühlengasse widmen, die direkt dahinter ist. Die sind eh alle nach Nahen. Die sind ja eh alle nach und nach dahinter. Also so schwer ist die Mission eigentlich nicht. Ihr baut die Route so wie sie gebaut habt, fahrt sie einmal ab, holt einen Salter, bam, fertig. CMG-Bus ist kein Problem, kosten 330 bis 350.000. Braucht da ein bisschen Kohle auf der Hand, auch eigentlich nicht das große Problem. Und auch die. Und auch die. Und auch die Zufriedenheit. Solltet, wenn ihr ein bisschen fahrt, sollte das eigentlich nicht das Problem sein. Ihr benehmt euch ein bisschen, fahrt halbwegs vernünftig von den Haltestellen weg, fahrt ihr die Haltestelle ran, blinkt, etc. Dann habt ihr die auch ohne Probleme. Also so schwer sind die Mission bisher nicht. Das, was mich eben vorhin ein bisschen, was mich so letztens ein bisschen genervt hat, war dieser Hafen mit dem Aufwerten. Das ist halt das Nervige. Aber so kriegen wir es hin. So, du kriegst noch eine Tageskarte, du hast das Geld sogar posten, hingelegt, perfekt. Und tschüss, bye bye. Hat die ganze Fahrkarte gekauft? Ist rausgestiegen? So. Na gut. Punikgasse. Und dann hätten wir es. Ja. Der ist jetzt auch instant stehen geblieben wieder. Gut, der wird abbiegen, aber. Komm, geblieben hat er nicht. So, Haltestelle Pionikgasse. Ja, vor allem weil es nervt. So, was hast du? Seniorenticket, Wochenkarte 2. Und 2 Euro. Bitteschön. Da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, mache ich die Türen zu und geh mal kurz Leute nerven. Moment. Hier. Moinsen, Fahrkarte bitte. Auch du, mein Freund, mit dem Mut. Willst du nicht? Was? Keine Sorge, ich habe dich gesehen. Hier. So,
So, da ist noch einer. Dann gehen wir hier die rechte Seite einmal an. Oh, da ist ein Schwarzfahrer dabei gewesen. Moinsen! Fahrkartenkontrolle! Und? Nee, hast du nicht. Und noch einer hinterher. Zack. Haben wir da mal die Fahrkarte kontrolliert? Es gibt nämlich 120. Ich nenne es jetzt Euro, weil wir in Europa sind. Und. Deswegen. Ich weiß nicht, wie die offizielle Einheit sind. Ich komme Credits wahrscheinlich. Lässt du mich mal rein? So, Rathausgasse. Da war die Linie, die wir eben mal gefahren sind. Ein Flackers muss aussteigen. Hoffentlich einer von denen, die ich schon erwischt habe. Ich fühle mich einfach nicht wohl in einem Flugzeug. Ich bevorzuge den Bus. Ja gut, es gibt viele Leute, die tatsächlich Flugangst haben. Ich kenne das selber von meiner Freundin, die das auch hat. Und bisher sind wir auch noch nicht geflogen. Ich selber bin schon ein paar Mal geflogen. Das letzte Mal 2017. Da bin ich in die Schweiz geflogen, um mal Leute zu beginnen, die kennenzulernen. Ich kenne die. Nichts über eine schöne Tasse Tee am Morgen. Ja, es geht nichts über einen Fußgänger am Morgen, ja. Entschuldigung, das Ding war mein Fehler. Da habe ich auch 0,0 drauf geachtet. So kurz vor dem Ende der Route nochmal den Fußgänger mitzunehmen. Naja, ist nicht schlimm. Passiert. Genau. So, nächste Frage ist fertig. Tschüss. Tschüssi. Zeig mal den Fußgänger. So, wir wollen nochmal Fahrkarten haben. Wochenkarte. Alles klar. So, Seniorenticket, Wochenkarte. Und weiter geht die Reise. So. Der Kerl hätte, wenn sie noch durchdrücken, dann lassen wir schön mal sein. Und wir fahren zur Riesengasse und beenden die Route. Genau, wie gesagt, hier im Spiel heißt es Goliathgasse, unten steht Riesengasse. Das ist das, was mich so ein bisschen verwirrt hat. Aber es ist letztendlich dieselbe Haltestelle, die wir brauchen. Und dann haben wir's. So, und dann seid ihr schon fertig, liebe Leute. Die Insel hinter der Landschaft sieht wunderschön aus. Ich fahre gerne eines Tages hin. Und Mission erledigt. Sonntag haben wir relativ am Anfang erreicht und hätten wir auch zwischendurch erreicht. Ich habe es euch jetzt einmal gezeigt, die Strecke mit 85% haben wir sie abgeschlossen. 3,5 brauchen wir, glaube ich. Um das ganze Ding zuzumachen, mit der Gesamtzufriedenheit. Auch das war nicht das große Problem. So, habe ich jetzt alle Fahrgäste raus? Oder sind da immer noch einer, die gewinnt? Ne, ist keiner. Gut. Ja, liebe Leute, das war schon mein Bus-Simulator für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit der nächsten Mission, die uns schon eben aufgeploppt ist. Bis dann. Ciao.